Willkommen bei einer weiteren Episode für mein Ultimate Team Let's Play für den Channel FIFA Tastics. Und auch hier rede ich jetzt nicht lang drum herum, sondern legen wir einfach weiter mit dem fortgeschrittenen Pokal. Ja, ich stehe schon wieder im Viertelfinale, bin ich ja letztes Mal ziemlich dran gescheitert. Und ja, ich spiele wieder mit meiner ersten Mannschaft, weil immer noch der eine Spieler verletzt ist, habe ich das letztes Mal schon erklärt. Und ja, der hat anscheinend ein Premier League Team, also zumindest hat er ein Premier in seinem Vereinsnamen oder in seinem Kadernamen drinne. Und dann schauen wir uns mal das Team an. Ja, das ist irgendwie recht ähnlich zu dem, was ich davor gespielt habe. Ist ja recht stark besetzt eigentlich, also jetzt alles fast über 80, bis auf da einen Außenverteidiger, aber ansonsten sehr, sehr solide. Hat ein paar Teamchemie-Probleme, nur 92, aber ansonsten denke ich, das sollte nicht so der große Faktor sein. Auf jeden Fall stark besetzt, der Sturm sehr, sehr, sehr gut, wieder Suarez vorne. Von daher wird das sicherlich auch nicht einfach, aber ja, wie immer, ne, gebe ich mein Bestes oder werde mein Bestes versuchen, weil ich sollte schon auch ab und zu mal hier den Pokal gewinnen, damit sich das Ganze lohnt, dass ich hier noch den Pokal spiele. Und jo, dann legen wir mal los. Sehr viel One-Touch-Pass oder sehr viel One-Touch-Pässe gerade von ihm. Ui, der ist wieder ungeduldig. Das habe ich ja schon mal erklärt, bin ich nicht so der Fan von in FIFA, das zu machen, weil einfach das... Ja, das habe ich schon mal erklärt. Schießen wir auch hier wieder direkt das 1:0. Nein! Ja, momentan, wir gehen immer ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Sind natürlich nicht hundertprozentig optimal gut vorbereitet, aber so einer kann halt auch immer mal wieder reingehen und sind dann einfach sehr, sehr schwer zu verteidigen. Wenn ich da einfach aus der Drehung heraus dann direkt in die lange Ecke den Ball reinlegen möchte, dann, wie gesagt, schwer zu verteidigen. Aber momentan gehen die alle immer recht knapp am Tor vorbei. Also jetzt gerade die ersten Minuten habe ich einen sehr, sehr guten Eindruck, was das Spiel hier betreffen wird. Weil mein Gegner momentan... Und ja, mein Gegner hat ein paar Probleme beim Verteidigen. Hier eine schöne Schusstäuschung, ich lasse es mal laufen, ganz normal, ohne L2 und dann einfach eine schöne Richtungsänderung. Damit halt den Abschluss gut vorbereitet, so wie ich es auch im entsprechenden Video dazu erkläre. Und dann war das hier das frühe 1:0, das ist immer ein sehr, sehr guter Start, dann kann man ein bisschen beruhigter das Spiel angehen. Oder hat nicht mehr so den Stress. Ich meine, ich stehe hier auch so ein bisschen unter Druck, dass ich euch ja nicht enttäuschen möchte, aber zum einen habe ich jetzt gerade gemerkt, ich finde es ja total toll, wenn ich ein bisschen mehr zu kämpfen habe und nicht einfach... Oh, das war gerade falsch von mir. Ich habe einen falschen Trick gemacht. Wenn ich ein bisschen zu kämpfen habe und nicht einfach das Spiel gewinne. So, au, Pfosten. Ich glaube, der ist im Abseits, ich weiß nicht ganz genau. Nee, ist nicht Abseits, dann gibt es jetzt die Ecke. Ja, ist anscheinend für euch attraktiver, wenn ich mich hier ein bisschen aufrege oder einfach nicht alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ja. Boah! Das ist jetzt schon der zweite Pfostentreffer, aber das war natürlich ein bisschen duselig, wie ich da bei 5 Metern an den Ball gekommen bin. Aber ihr müsst es auch verstehen, natürlich, ich habe den Eindruck, wenn ich hier aufnehme und verliere, dass das nicht so einen guten Eindruck bei euch hinterlässt, was ihr über mich denkt. Ist ja auch irgendwie klar. Wer zeichnet schon gerne auf, weiß, dass das mehrere Leute schauen und freut sich, dass er verloren hat. Also, ist ja irgendwie auch klar. Ach, hier, ich merke gerade, dass ich die Formation noch gar nicht umgestellt habe. Geht aber trotzdem noch gerade sehr gut. Muss ich dann gleich nochmal machen, wenn ich das nächste Mal den Ballbesitz habe. Hier wird jetzt nach hinten spielen. Jetzt habe ich einen kleinen Stellungsfehler drin, weil ich den Pass nicht abfangen konnte. Und jetzt habe ich den Pass hier abgefangen und dann stellen wir mal um. Ich mag das 4-3-1-2 nicht so sehr, weil man halt wirklich sehr darauf angewiesen ist, über die Mitte zu kommen. Habe ich aber überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. Und hier hat eigentlich alles gepasst. Von daher einfach nur die Formation geändert. Und dann geht es jetzt hier weiter. Gehen wir direkt in die Spitze. Lopez hat ja in seinem ersten Spiel direkt zweimal getroffen, glaube ich. Seitdem nicht mehr, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, also ich bin gerade sehr, sehr guter Dinge, dass ich das Spiel hier auch früh entscheiden werden kann. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber gerade ist mein Gegner vor allem in der Offensive nicht sonderlich gefährlich. Und ich glaube, er wird noch den einen oder anderen Fehler in der Verteidigung machen. Aber nicht zu früh sich selbst loben, sondern einfach mal auch die Leistung bringen.
Eieiei, Mann, da muss ich ein bisschen besser was Besseres draus machen. Oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, aber der Pass war zu überhastet gespielt. Da hatte ich nämlich kurz Probleme, gerade eine leicht überste Situation in der Verteidigung für ihn. Zu außen, nach innen, legen wir nach ab. Och, dann kommt der Ball nicht an. Ansonsten wäre das natürlich super, super schön gewesen. Also lernt sich, dass das auf jeden Fall eine gute Situation gewesen wäre, um ein Tor zu schießen. Ja, gerade bin ich in der Offensive nicht wirklich konsequent genug. Ich lass mir einfach gerade immer wieder total einfach den Ball abnehmen. So, aber auch der Gegner. Oh, das ist jetzt hier eng. Nein! Also ich wäre auf jeden Fall beruhigter, wenn ich jetzt mal das 2-0 schießen kann. Weil ich brauche nur einen Fehler zu machen, dann ist hier das Spiel ausgeglichen. So, ja, sehr ungeduldig, mein Gegner. Man sieht das, machen wir nach oben das Spiel breit. Aber irgendwie ist keiner wirklich in der Mitte drin, deswegen habe ich jetzt den Flankenlauf abgebrochen. Aber das hat nicht funktioniert. Ich sollte auf jeden Fall das 2-0 schießen, sonst wird es zu blöd. Aber mein Gegner ist ein bisschen zu ungeduldig, habe ich so das Gefühl. Also, ach Gott, was ist das denn für ein Pass? Es war einfach nicht wirklich gut überlegt oder nicht überdacht, wo ihr nicht gerade spielen wollte. Und dementsprechend kommt dann der Pass nicht an. Man muss einfach immer wirklich ganz klar wissen, was man nicht gerade tut. Das ist so Quatsch. Natürlich ist das gut, das zu wissen, was man gerade tut. Jetzt machen wir ja das 2-0. Ja, sauber, schöner Schuss. Auf jeden Fall. Man sieht es auch einfach sehr schön vorbereitet, wieder mit einer Schusstäuschung. Und dann einfach wirklich von der Ausrichtung optimal, dass der Spieler nur gerade ausschießen muss. Und dann ist so ein Ding dann halt drinne. Egal, mit welchem Fuß er den schießt. Halt, wie gesagt, einfach so ausrichten, dass er einfach nur gerade ausschießen braucht. Und dann sind das einfache Tore, weil bei 20 Metern oder bei 18 Metern, wo ich da gerade abgeschlossen habe. Und ja, dann geht es jetzt hier direkt weiter, ich denke. Legen wir in die Mitte. Machen wir die Ei. Ich meine, mein Gegner verteidigt teilweise so komisch, dass ich dann mit den Schusstäuschungen wieder genau in ihn reinlaufe, weil er total die kranken, komischen Bewegungsabläufe macht. Und der Ball ist weg, ja. Aber gerade, wie gesagt, ich bin sehr guter Dinge. Ich würde wahrscheinlich jetzt nach hinten ablegen wollen. Oh. So, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Untari. Ja, der ist wirklich sehr offensiv ausgerichtet. Ist mir schon im letzten Spiel aufgefallen. Jetzt sind wir noch oben. Und den langen wir jetzt in lange Ecke. Oh, das ist jetzt schon der dritte Alu-Treffer. Da wäre auf jeden Fall schon mehr drin gewesen im Spiel. Habe ich so das Gefühl. Nehmen wir hier Thiago Ribeiro. Gefällt mir bis jetzt eigentlich auch gar nicht schlecht. Hat auf jeden Fall immer ganz gute Aktionen und macht eigentlich immer ganz schöne Tore. So wie jetzt auch das 2-0. Und da ist schon die erste Halbzeit schon wieder vorbei. Ich muss sagen, das geht immer sehr, sehr schnell vorbei. Was mir jetzt gerade auch nochmal einfällt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es geschrieben wurde in den Kommentaren, dass in der Zusammenfassung das Spiel, glaube ich, verzerrt darüber gekommen ist, weil ich mich ja vorher, als ich live kommentiert habe, mit den Bronzespielern so schwer getan habe und dann in der Zusammenfassung sah es immer so einfach aus. Und ich glaube, auch ein Faktor ist, muss man ganz klar sagen, dass ich hier natürlich die ganze Zeit reden muss und kommentieren und sagen, was passiert. Und ich, wenn ich einfach das nicht machen muss, mich viel, viel besser auf das Spiel konzentrieren kann. Oh, das ist abseits. Und dementsprechend natürlich auch ein bisschen stärker spiele. Das muss man, das habe ich auf jeden Fall beobachtet, weil ich habe ja danach, als ich die Zusammenfassung gemacht habe, ich glaube, nur ein Spiel unentschieden gespielt und den Rest alle gewonnen. Oder vielleicht nur eins verloren, ich weiß nicht ganz genau. Nehmen wir auch hier die lange Ecke. Und dann, als ich in der Zusammenfassung lief es dann natürlich ganz klar besser und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Grund. Es lag nicht daran, dass ich die Zusammenfassung irgendwie falsch zusammengeschnitten habe oder sowas, sondern einfach, weil ich da einfach die Spiele viel, viel mehr dominiert habe und auch viel besser abgeschnitten habe. Das könnte das 2-1 werden. Ja. Ist ja nicht gut zum Kopfball gegangen. Kein gutes Positionsspiel für den Spieler. Dann legen wir jetzt hier oben in die Gasse und dann macht er einen Stellungsfehler. Jetzt bin ich hier durch mit Thiago Ribeiro und dann legen wir in die lange Ecke und das dürfte ja das 3-0 sein. Ja, wie ich es in meinem Abschlussvideo erklärt habe, und dieser Gegner wird jetzt das Spiel verlassen, habe ich das Gefühl. Ich breche es ab. Nee, er bleibt drinnen. Man hat es gesehen, er hat einen Torhüter rausgeholt. Einfach Tempo rausnehmen, auf den starken Fuß legen und dann in die lange Ecke schlänzen quasi. Momentan, also ich weiß nicht gerade, ob die Verbindung einfach mal schlecht ist oder ob der Gegner gerade dabei ist, aus dem Spiel rauszugehen. Ich weiß es nicht. Nee, er spielt anscheinend weiter. Dann ist gerade die Verbindung irgendwie
ein bisschen gerade am Kämpfen. Ja, mein Gegner tackelt zu viel, er arbeitet zu viel mit der Kreistaste oder auf der Xbox ist es die B-Taste. Man sieht es, dadurch nimmt er sich immer die Spieler aus der Verteidigung raus oder die machen irgendwelche Bewegungen. Sieht man wieder in die... Ah, das hat nicht geklappt. Und dadurch kriegt er einfach nur Probleme. Und das heißt, meine Empfehlung ist auch, was das Tackeln betrifft, mit Kreis oder mit B auf der Xbox, dass man das einfach macht, wenn man wirklich eine gute Chance sieht, dass man an den Ball kommen kann. Das ist natürlich jetzt irgendwie absolut logisch. Aber manchmal, es liegt einfach daran, dass wenn der Gegner am Dribbeln ist, dann ist es einfach davon abhängig, wann der Spieler die Ballkontakte hat, wann man ihm am besten den Ball abnehmen kann. Und wenn man das zu Zeitpunkten macht, wo der Gegner gerade ganz fein am Dribbeln ist und sich mit einfachen Richtungsänderungen durchsetzen kann und man dann einfach dann zu viel tackelt, dann kommt der Spieler auf keinen Fall an den Ball oder macht sich sehr verangreifbar, dass man durchkommt. Und der Spieler, mit dem man getackelt hat, kann meistens nicht mehr in der Verteidigung eingreifen. Und dementsprechend sollte man diese Taste nicht überstrapazieren, sondern es wirklich dann einsetzen, wenn man sagt, okay, alles klar, so, ich verliere den Ball bei 10 Meter vom einen Tor. Nee, dann sagt man, alles klar, was ist los? Guck, das ist so das, was ich meine, dass ich mir nicht so viel erzählen muss, dass ich mich nicht wirklich gut konzentrieren kann. Wo war ich gerade? Schade. Dass man durch das Tackeln diesen Spieler nicht mehr gut in der Verteidigung verwenden kann, weil er einfach in dem Moment kurz diese Bewegung macht und damit kann ich einfach normal weiterspielen und mich durchsetzen. Und deswegen muss man aufpassen. Das ist so abseits. Das war so knapp. Also zumindest habe ich so gesehen. Mal kurz laufen lassen. Ja. Ein Ticken früher der Pass, dann hätte daraus eine gute Situation entstehen können. Hier auch ein sehr schlecht gespielter Kurzpass von meinem Gegner. Nein. Das war blöd. Ich war gerade dabei, eine Bewegung zu machen, um diesen Tackle auszuweichen. Und jetzt ist der Gegner schon wieder durch. Oh, das könnte... Nee, es gibt keinen Foul. Wie gesagt, das habe ich auch schon mal vorher festgestellt. Teilweise kann man die Gegner von hinten umreißen. Und da gibt es dann keine Foulpfiffe. Müssen Sie sich vielleicht mal für FIFA 13 was überlegen, ob man nicht da auch da konsequenter die Fouls pfeift. Aber ich habe das Gefühl, das kann einfach die Impact Engine nicht als Foul identifizieren. Also das, was in FIFA 12 neu gekommen ist, dass alle Kollisionen dynamisch berechnet werden, dass das dann einfach irgendwie nicht als Foul gesehen wird, ist halt irgendwie, da muss einfach ein bisschen was feinjustiert werden, was einfach die Entscheidungsfindung betrifft, was Fouls sind und was nicht. Und ich denke, jetzt machen wir nochmal das 4:0. Ja, wenn ich nur mal jetzt einmal einen Angriff noch 5 nach vorne tragen kann. Hier. Eieiei. Ja, mein Gegner ist sehr ungeduldig, sehr aggressiv. Dann gibt es natürlich immer wieder mal einen Foul. So, den spiele ich jetzt einfach kurz an den 16er. Und da ist es jetzt hier gerade sehr eng, deswegen machen wir das Spiel mal hier langsam. Thiago Ribeiro auf den Außen. Ziehen wir jetzt. Oh, das war gerade schlecht gemacht. Ich wollte überlegen, ob ich wieder einen Außen ziehe, aber habe dann gemerkt, dass der Außenverteidiger da mal noch im Weg steht. Deswegen habe ich es dann gelassen und bin einfach in meinen Gegner reingelaufen. Das ist natürlich nicht optimal. Und... hier habe ich fast die Ballung gehabt, jetzt hatte er sich schon wieder. Ich mir die Gasse, hat aber nicht ganz geklappt, weil er mir direkt genau da den Ball abnehmen konnte. Und... so... Mutari, startet nicht direkt durch, dementsprechend kommt der Pass nicht an. Jetzt machen wir aber nochmal einen vernünftigen Angriff. Boah, nee, geht gerade gar nicht, was ich mache. Jetzt zack, zack. Ey, nee, gerade steht mein Gegner besser oder ich spiele gerade ein bisschen Käse vorne. So, jetzt machen wir nochmal, jetzt müssen wir nochmal was machen. Wohl überlegt, jetzt einfach die Aktion vorne durchbringen. Wenn natürlich so ein einfacher Pass nicht ankommt, dann wird es schwer mit dem Wohl überlegt. Ich fand das jetzt eigentlich, war auf jeden Fall machbar, den Pass an den Mann zu bekommen. Doppelpässe, in die Gasse, den Außen durch. Probieren jetzt mal zu flanken. Oh, die Flanke kommt zu kurz. Ich wollte eigentlich auf den zweiten Mann die Flanke bringen. Dann, nämlich der war gerade ganz schön am Durchstarten gewesen oder am Reinstarten in den vor sich bei 11 Metern. Legen wir die Gasse. Oh, das ist jetzt wieder abseits, oder? Ja, momentan immer wirklich sehr viele Absatzentscheidungen. Ja, aber hier ist es ganz deutlich. Habe ich einfach nicht früh genug den Ball gespielt. Ich weiß auch nicht, ob er, wenn ich ihn vorher gespielt hätte, ob er durchgekommen wäre.
Den wir jetzt... Nee, die kommen alle nicht. Eigentlich war hier mehr drin, ne? Wobei natürlich auch zwischendurch ein Tor für den Gegner möglich war, als ich da reihenweise den Ball von meinem eigenen Tor verloren habe. Den Schuss kann ich blocken. Er hat wieder die Balleroberung. Und jetzt machen wir wahrscheinlich den letzten Angriff im Spiel. Ja. Grandios gescheitert, wie auch die letzten Minuten die ganze Zeit. Und jetzt, das ist jetzt schon der letzte Angriff. Spielen wir nochmal kurz raus. In die Mitte. Und da ist das Spiel vorbei. Ich denke, auf jeden Fall eine überzeugende Vorstellung. Vor allem in der ersten Halbzeit war ich nochmal drückend überlegen. Und Ribeiro alle 3 Tore gemacht. Der Mann scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und ja, ich denke auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Schauen wir uns nochmal die Spieldetails an. Ja, wie gesagt, ich denke auf jeden Fall sehr verdient. Und von daher bin ich jetzt im Halbfinale. Und das wird bestimmt auch ein heißer Tanz. Denn die Gegner werden ja nicht schlechter. Also normalerweise nicht. Und ja, dann geht's in der nächsten Episode weiter mit dem Halbfinale. Halt auch Kassensauber, euer Tess.